Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Immortals Phoenix Rising. Dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal, dann wollen wir mal. Kann hier hin, ne? Right. Ja. Machen wir einfach mal weiter, ne? Okay. Erstmal wieder ein bisschen in die Steuerung reinkommen. Ja. Jo. Nö. Ich sehe schon, wo es ist, aber wir schaffen es nicht, direkt da oben zu landen. So. Na komm hoch. Ja. Warte, da war noch was. Ah ja. Eine Truhe. Ja gut, aber wo ist denn hier die, ich muss ja hier auch erstmal die große Lyra finden, ne? Bevor ich da die kleine Lyra mache. Das ist auch so eine kleine. Naja, wir können ja trotzdem schon mal in die Richtung und schon mal die, Dings hier mitnehmen, ne? Warte mal. Achso. Naja. Das ist in der Richtung. Oh, ich habe da noch was gefunden. Beziehungsweise ich sehe da was. Ein bisschen schneller, damit wir hier noch landen können. Nö. Nee. Da vorne. Hast du mich gesehen, oder? Okay. Die sind größerer Boss. Ja, gut. Ich dachte, du bist irgendwie so ein kleiner Dings, aber anscheinend nicht. Bin ich da? Ich bin nicht da. Okay. Was ist hier los? Lava oder wie? Warte hier. Ja, sorry. Ach. Okay. Ja, gut. Das war jetzt keine gute Idee. Ja, komm. Wir laden letzten Speicherstand. Ja. Das war nicht so durchdacht. I guess.
Upsi! Bin ich jetzt wieder da oben oder? Nee, hier. Ja, ja, ich weiß, dass du da bist. Da unten ist auch noch, oder ist das das? Ja, ich glaube, das ist das, ne? Ja. Ich hasse das, wie die, wie unpraktisch die Flügel manchmal sind, ne? Das ist ein bisschen, ja. Teilweise ein bisschen unlucky. Komm mal her. Nein! Achso, ich muss das... Okay. Ich habe mich schon gewundert. Boop. Okay. Warum kann ich euch hier nicht von hier... Bisschen gemein, ne? Vor allem, weil hier nicht so viel rumliegt, ne? Verdammt. Ja, daran muss ich mich noch gewöhnen. Dass sie nicht gleich das drin hat irgendwie. Nein! Nicht runterfallen! Verarsch mich doch nicht. Alter, ist das nervig. Ich wollte ihn hier klein machen und dann, ne? Ah, ist das ärgerlich. Ist das nervig. Und an die komme ich halt nicht ran, ne? Nicht von hier. Wenn ich die hier hinschmeiße, dann gehen die kaputt. Okay, oder auch nicht. Nur ungünstig geschmissen? Oder doch? Beides. Ja, hier ist er. Nein! Okay, noch Glück gehabt. Jetzt wollen wir noch einen Stein. One stone, bitte. Ein Genie, bitte. Nein, kein Einstein? Okay. Auch nicht hier die Flintstones? Nein? Schade. Okay, ein Stein. But I guess, ich krieg den nicht so einfach dahin, ne? Ja. Ja. Das war ein guter Plan. Ja, ich wollte noch nicht gegen die kämpfen, ne? Sei denn, der ist hier drin, ne? Oh, hier brauche ich auch ein Dings. Ein Wurfgeschoss. Sehr nett. Andauernd brauche ich hier irgendwelche Steine. Ah, warte mal.
Ja, es ist doof gerade, aber... Nur der ist auch nicht... Ah, ja. Ist auch sehr eng, ne? Nee. Oh, ich hasse das. Ups. Ich krieg halt auch voll den Krampf hier in der Hand, ne? Als wenn der Rücken nicht genug wäre. Das ist ein sehr guter Wendekreis. Ja, nee. Oh, ja. Au! Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Muss ich die erstmal besiegen? Oh ne, warte mal hier. Könntest du mal bitte? Dankeschön. Ach nee, doch nicht. Okay. Nee, nee, nee. Bin nur da unten hin. Ach, da ist der Riss. Okay. Oh, okay. Dich nehme ich auch mal gleich mit. Nö. Ui. Ganz weird. Weil ich kann, ich meine, ich kann es nicht einschlagen. Ich muss da oben mit den Stein gegenwerfen, ne? Oh! Oder auch nicht. Seit wann funktioniert das? Oh, warte mal. Okay. Und jetzt? Irgendwas ist doch noch da unten, oder? Oh, danke. Ja. Naja. Geronimo. Ich glaube, hier unten wartet der Tod. Jupp. Oder auch so ein Dings. Ach da. Okay, warte. Danke.
Na gut, dass das mit dem Klettern so gut klappt, ne? Hab ich gerade noch gesagt. Zieh dich hoch. Nein, zieh dich hoch. Danke. Los. Ach komm. Ja, stimmt. Ich kann ja nur einmal, ne? Willst du nicht hier irgendwie hochziehen? Ah ja, okay, oder so. Zieh dich hoch. Meine Güte, ist sie manchmal etwas schwerfällig. Hat's aber auch, ne? Okay. Cool, dann einmal rein mit uns. Nein! Oh, Mensch! Das hat er zu schnell geladen. Ich wollte es noch einsammeln. Calliopes Kummer, okay. Oder ja, egal. Okay. Nope, okay. Ist das eine bestimmte Reihenfolge oder? Ich glaube, das ist eine gewisse Reihenfolge, ne? Jetzt weiß ich, warum sie im Kummer war. Das würde mich auch nerven. Okay. Ja, okay, warte. Ah ja. Wenigstens muss man nicht alle aktivieren. Ach ja. Okay, vielleicht muss ich doch in der richtigen Reihenfolge. Okay, nicht so. Okay. Ich gehe jetzt mal alle ab. Ha!
Okay. Sehr viel Brute Forcen, ha? Huh? Oder kann man das hier irgendwo sehen, welche man ablaufen muss? Nee. Dich hatte ich schon. Mhm. Okay. Ach nö. Ja, natürlich. Ah ja. Irgendwie war das klar. Wenn es das eine nicht ist, dann muss es natürlich das andere sein, ne? Ich bin zu tief geflogen. Hier, warte. Warte. Nee. Okay, warte, warte, warte. Jetzt krieg ich's, glaube ich, hin. Okay. Aber bei dem Ding hätte ich tatsächlich auch Kummer, ja. Das, Was? Ernsthaft? Okay, der nicht. Okay. Ah ne, doch. Okay. Da. Der war ja auch noch richtig, ne? Okay, warte. Es geht mir so auf den Keks hier mit diesen Geräuschen. Gerade. Okay. Auch nicht.
Nee. Oh, fuck. Von allen Seiten gleichzeitig. Au. Ich hab vergessen. Ah, nee, vielleicht hier. Okay. Ah ja. Okay. Ich bin die ganze Zeit nur am Blutforcen. So einen nach dem anderen merken. Was haben wir denn hier? Keine Träne wiegt so schwer wie eine Träne der Liebe. Ah, ja. Und deshalb war keine Träne jemals so schwer wie diese. Schon wieder. Die Träne des gebrochenen Herzens der Göttin der Liebe. Oh. Ah, komm! Als wäre Aphrodite die erste, die je eine Trennung durchgemacht hat. Zeus, das war keine Trennung. Er ist tot. Ich? Ja. Stimmt. Ich weiß. Oh, ja. Da war ja was. Ah, ja. Passt schon irgendwie, ne? Naja. So, jetzt lass mich mal endlich hier was einsammeln. Schieß mir das zu. Geht doch. Nein, dran vorbeigeflogen. Verdammt. Ja. Nein. Er ist zu schnell aus dem Ladescreen raus, bevor der mich hätte treffen können. Aber ich hätte ihn eingesammelt. Wäre genau auf mich zugeflogen. Eure Welt hat meine Perfektion nicht verdient. Ach ja? Ich bin großzügig. Ach ja? Schon weird. Schon kinda weird. Oh, hier sind wieder neue Felsen. Nein! Ernsthaft? Ich dachte, bleiben noch kleine Steine übrig. Ja, die sind auch weg, ne? Fühl mich leicht verarscht. Ganz leicht. Die extra schon hier hingeschmissen. Wollte ich den anderen Stein nochmal her? Irgendwo hatte ich hier doch noch einen Stein, ne? Ja, euch beide weiß ich ja. Oder habe ich den jetzt gerade aus Versehen? Das wäre natürlich doof. Oh, warte mal, von hier aus konnte ich nicht, ne? Na. Nein. Alter! Die will mich wohl verarschen. Ich habe gerade R1 gedrückt und nicht nach vorne.
Ich habe R1 und Dreieck gedrückt. Und nicht den Stick nach vorne gedrückt. Die will mich auch wohl verarschen. Spawn oder extra? Na, wir haben Spawn geschafft. Au. Ah, nee, doch nicht. Wollte gerade sagen. Wer hat mir denn da jetzt eine Falle gestellt? Aber das war ja ich. Warte mal, kann es sein, ich hatte hiervon einen, ne? Oder? Oder war das zu... Ich glaube, jetzt habe ich noch einen mit zerstört, ne? Oder? Nee, doch nicht. Nee, ich dachte schon. Vielleicht muss ich erstmal den Dings länger machen. Also besser machen. Dass ich eine bessere Range habe, eine bessere Reichweite. I guess. Naja. Ich meine, den Riss haben wir ja jetzt geschlossen. Dann machen wir das später. Aber markiert hätte ich das schon gern. Oder ist das... Ach, das ist die Truhe. Okay. Ist in Ordnung. Dann machen wir das später. Dann hole ich halt mehr Ambrosia. Das bringt ja auch was, ne? Wahrscheinlich da oben, ne? Ja. Ich kletter doch schon hoch. Ich muss die Markierung nicht wegmachen. Ich würde doch schon noch gerne sehen, wo es ist. Ich habe es noch nicht gefunden. Das hasse ich immer, wenn die Spiele schon vorrein die Markierung wegmachen, obwohl man es noch gar nicht gefunden hat und die Markierung noch eventuell als Anhaltspunkt... Die Markierung ist ja noch da! Wo ist die scheiß Markierung dann hier? Ach da, okay. Ich wollte gerade sagen, ich hasse das, wenn die das schon vorher wegmachen, aber... Ist natürlich auch super, wenn die Markierung nicht noch da ist, aber nicht auf dem Kompass angezeigt wird, ne? Das ist ja natürlich noch besser. Wo ist das denn? Das ist... Jetzt ist aber wirklich weg. Nee. Ich verstehe das nicht. Ich bin verwirrt. Wo ist das Teil jetzt? Ich meine, ich glaube, ich höre es. Kann sein. Ach, da oben. Woran hat er gerade gerochen? Danke. Dann ebenso. Dann ebenso. Ha.
Neues. Wie viele Bits haben wir eigentlich? 4, okay. Brauchen wir bestimmt auch noch ein paar mehr, ne? Was war das hier? Bewegungsmelder. Ah ja, okay, wir haben wieder genug Ambrosia, aber ich würde trotzdem erstmal gern dahin. Zu dem Vogel, der von Zeus Bewegungsmelder getroffen wurde. Was haben wir denn hier? Okay. Okay. I don't know. Ach, hier. Hier soll das sein. Und wer bist du denn? Oh. Hallo. Du siehst nicht gut aus. Nein. Der sieht so aus, als hätte er... um aufzugeben? Gib mir auch als so. Hätte er ganz großes Phoenix, Aua. Halt dich fern von diesem Ding! Was? Was machst du denn hier? Ich hab den Blitz gesehen. Selbstverständlich kam ich sofort, um es zu Ende zu bringen. Leichte Beute ist meine liebste Beute. Ey! Warum überrascht mich das nicht? Aber ich rette diesen Vogel. Und ein Nein akzeptiere ich nicht. Nein, es gehört zu Typhon. Warte, ich habe eine Vision. Du sagst gleich... Aber wir müssen ihm helfen. Und ich sage, es wartet nur darauf, uns kaltblütig umzubringen. Und du sagst, Hermes, bitte, sonst muss ich dich erpressen. Ich werde Hera alles verraten. Was alles? Und dann sage ich, das würdest du nicht tun. Aber weil ich weiß, dass du es tun würdest, willige ich ein, dir zu helfen. Nur um, sobald du einmal nicht aufpasst, zuzuschlagen. Ah ja. Wieso verrätst du den ganzen Plan? Da hast du mich aber ganz schön in Bedrängnis gebracht. Vorerst. Da Typhon dieses Ding aus dem Tartaros geholt hat, kann nur etwas von dort ihm helfen. Das, was Hades Persephone gab. Die Kerne, die Speise der Toten. Ich weiß nur von einem auf der Insel. Dann werde ich diesen Kern finden. Halt durch. Meinst du mich? Ich glaube, um mich brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Also ich meine, ich glaube, sie meint den Vogel. Okay. Ich hoffe, wir essen nicht davon. So, wir betreten unbekanntes Terrain. Das war der Plan. Danke für den Hinweis. Ja, doch, die Umgebung ist schon ganz cool. Ha!
Oh, ich wollte gar keinen Trank nehmen. Ich wollte Dings essen. Das kann ich auch. Hat ein bisschen länger gedauert, aber geht. Ihr kennt meine wahre Macht noch nicht. Ja, nein. Das sagst du doch jedes Mal. Und überrascht bin ich trotzdem nicht. Nö. So, wo ist denn das? Hier. Na dann. Kommen wir einmal zurück. Und Tschüssikowski. Na, mal gucken, wie böse der Vogel wirklich ist. Wenn wir ihm erstmal geholfen haben. Ich meine, nicht alles, was da unten rumkrebst, muss ja unbedingt böse und von Teifen und hast du nicht gesehen sein, ne? Zumal ich dachte, es wäre ein Phönix. So. Wir sind wieder zurück. Na, Vögelchen? Hier, bitteschön. Hey, mein Kleiner. Ich habe den Kern. Oh. Tut mir leid. Echt. Komm, ich besorge uns Hähnchenkeulen. Gehen auf mich. Ey. Oh, das macht es einfacher. Die Hähnchenkeulen sind ja schon hier. Wie ein Phönix aus der Asche. Wie ein Phönix aus der Asche. Stolzes Kerlchen. Ziemlich hochnäsige Vogelart, die Typhon da versenkt hat, was? Angenehm, Eure Exzellenz. Ich werde ihn Phosphor nennen. Nach Phosphoros, dem Morgenstern. Phosphi sagt, er ist noch schwach und muss erst zu seiner alten Stärke finden. Ah ja. Er bietet dir Hilfe auf deiner Reise an, als Dank dafür, dass du sein Leben gerettet hast. Und er liebt den neuen Spitznamen.
Ah ja. Stimmt's? Den liebst du doch, oder, kleines Phosphie? Ich wusste, das war die richtige Entscheidung. Ah ja. Dem bösen, untoten Vogel helfen? Genial. Er ist ein Phönix. Ich nehme alles zurück. Du hattest den richtigen Riecher. Dieser prächtige Vogel bietet an, uns etwas zu zeigen. Daedalus geheime Schatzkammer. Im Ernst? Der geniale Erfinder, der diese Insel erbaut hat? Genau der. Phosphie sagt, da lege einen Haufen Elektra mit meinem Namen drauf. Ach ja, und es gibt einen zweiten Kern der Speise der Toten, der Phosphie stärker macht denn je. Sieh mal einer an. Wer Gutes tut, dem widerfährt auch Gutes. Wer hätte das ahnen können? Ja, wer hätte das ahnen können? Ist das eine Fangfrage? Denn die Antwort lautet natürlich niemand. Also, wir müssen zwei Hinweise finden, die uns zur Schatzkammer führen. Und mit wir meine ich dich. Das war klar. Einer ist bei den Drachenknochen, der andere beim Aquädukt. Ah. Habe ich recht, Phosphie? Ja, er liebt diesen Spitznamen abgöttisch, stimmt's? Na, ich glaube nicht. Aber er ist unser Phönix, also bin ich begeistert. Ja, du auch. Adlerauge. Mhm. Hat ein bisschen was von, genau, das wissen wir ja schon. Ja, das haben wir schon. Oh, falsche Taste. Entschuldigung. Ah ja, warte mal. Ja, der Phönix. Ja, erschaffbar Treffer mit dem Phosphorangriff einer Ausdauerkugel. 150% Betäubung mit Phosphorangriff. Ich würde sagen, das hier, ne? Ich meine, der Skin sieht schon cool aus, aber ich nehme wieder den hier. Der ist auch schon ganz nice. Ja, aber ich glaube, so langsam, aber sicher, reicht das mit dem Part. Ich speichere kurz und dann gucken wir mal kurz nach, ne? Ah ja, ich muss ja gedrückt halten. Yep, das reicht. Wir sehen uns dann hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye.